Ein voller Bart ist in. Und schon seit einigen Jahren sind die unterschiedlichsten Formen und Styles in den Gesichtern der Herrenwelt zu beobachten. Und sie erzeugen individuelle Wirkung. Frei nach dem Motto, zeig mir deinen Bart und ich sage dir, wer du bist oder wer du sein möchtest. Klingt sarkastisch? Ja, so soll es ja auch sein, damit du das Video weiterschaust. Übrigens auch, wenn du eine andere Bartvariante trägst oder wenn du dich fragst, ob ein Bart überhaupt zu dir passt. Denn, lass dir eins gesagt sein, nicht jedem Mann steht Bart. Lass dich also von den folgenden drei Fragestellungen zur Wirkung inspirieren und danach siehst du dich und deinen Bart mit ganz anderen Augen. Vielleicht rasierst du das gute Stück in deinem Gesicht gleich wieder ab oder du lässt dir erstmal einen Bart wachsen. Was hat dich eigentlich dazu bewogen, dir den Bart so wachsen zu lassen, wie er gerade bei dir sprießt? Schreib das doch mal in die Kommentare, egal ob du einen Vollbart hast oder eine andere Variante. Zur Wirkung ist nämlich Folgendes wichtig. Punkt Nummer 1. Welche Farbe hat dein Bart? Mit der Frage hast du vermutlich nicht gerechnet, ist aber sehr wichtig, denn der Farbaspekt wirkt. Immerhin wächst der Bart mitten in deinem Gesicht und wenn du einen Vollbart trägst, nimmt er auch eine ganze Menge Raum ein. Also ist dein Bart hell oder dunkel? Hat er vielleicht schon graue Anteile oder noch nicht? Ein heller Bart kann nämlich zum Beispiel sehr offen, freundlich und modisch wirken, aber auch total langweilig und trist. Und je nachdem, welches Gesicht und welche Persönlichkeit dahinter verborgen wird, entstehen ganz verschiedene Wirkmöglichkeiten. Ein dunkler Bart dagegen wirkt unter Umständen düster, abweisend. Er könnte aber auch elegant und markant sein. Ganz schön widersprüchliche Aussagen, ne? Hier mal zwei Bilder zu deiner eigenen Meinungsbildung. Wie wirken sie auf dich? Welche Gedanken und Gefühle kommen dir in den Kopf? Manipulation, weil natürlich Hintergrund, Kleidung, Körperhaltung, ja und auch die Sonnenbrille natürlich noch beeinflussen. Und dazu ist der dunkle Bart ja auch noch sehr viel länger und voluminöser. Wem würdest du in den Bildern mehr vertrauen? Welche Vorurteile hast du vielleicht dazu? Du siehst, dass es unglaublich viele beeinflussende Faktoren gibt, wie dein Bart wirkt und wie er vielleicht wahrgenommen werden könnte. Deshalb solltest du jetzt mal in den Spiegel schauen und dich fragen, wie viel Fläche nimmt dein Bart ein und wie wirkt sich die Farbwirkung dadurch aus? Allein schon, dass du genau hinschaust, schärft deine Wahrnehmung für dich selbst. Zur Bartfarbe noch zwei Besonderheiten, bevor es dann weitergeht. Du hast vielleicht auf dem Kopf ein kühles Blond, Braun, manchmal sogar schwarze Haare, aber dein Bart ist richtig rot. Das kommt total häufig vor und lässt sich ganz einfach genetisch begründen, aber die Erklärung wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Spannend ist aber, dass der Farbwechsel zwischen Haupthaar und Bart irgendwo hier im Kotelettenbereich beginnt. Manchmal sind auch schon die Augenbrauen ein bisschen rötlich. Und hier solltest du bei deiner Bekleidung ganz konkret schauen, wenn dieser Unterschied zwischen Deckhaar und Barthaar sozusagen sehr groß ist. Denn das eine ist dann warm und das andere ist dann kühler. Du kannst dich auch dazu beraten lassen. Die Liste zu unseren Corporate Color Beraterin findest du unten im Infofeld verlinkt. Noch ein Farbaspekt zum grauen Bart. Auch dein Bart wird wahrscheinlich mit zunehmendem Alter immer heller und entfärbt sich. Und anfangs mischen sich erste entfärbte Härchen da rein und hinter wird das vermutlich ja, komplett sein. Vielleicht bist du auch schon ganz weiß, wer weiß. Oft zeigen sich diese entfärbten Haare überhaupt zuerst im Bart, während dein Deckhaar noch lange richtig farbig bleibt. Prüfe dann mal, ob es nicht sinnvoll ist, in dieser Zeit den Bart nochmal wegzurasieren und ihn später wieder wachsen zu lassen. Denn je mehr Grauanteil du hast im Bart und je größer die Fläche, umso älter wirkt es in der Regel. Oder was siehst du, wenn du diesen Mann anschaust? Beschreib mal selber, wo du hinguckst. Was nimmst du als erstes wahr? Also ich selber, ich sehe einen wunderbar gepflegten Bart. Man möchte so reingreifen, aber mein Blick landet vor allen Dingen auf dem unteren, sehr hellen Teil. Sein Mund ist nicht sichtbar und tatsächlich fällt es mir super schwer, den Blick überhaupt in sein Gesicht zu lenken und zu halten. Stell dir diese Bartvariante einfach mal kürzer vor, dann würden die kontrastreichen Anteile nämlich dominieren, ihn jünger wirken lassen und ich bin sicher, der Blick würde leichter nach oben wandern und sich auch halten lassen. Grau wirkt aber nicht immer alt. Bei manchen Männern sieht der Grauaspekt richtig extravagant und cool aus
Und das hat wiederum auch mit der Stilpersönlichkeit zu tun. Und die kommt jetzt im zweiten Punkt. Der Typ hier sieht jedenfalls nicht langweilig aus, auch wenn er den roten Schal an die Seite tun würde. Die extravagante Kleidung und auch seine Pose, all das passt zu ihm und sieht auch authentisch aus. Wie ist seine Stilaussage? Hast du schon mal darüber nachgedacht, welcher Stiltyp du bist? Schau dir zum Einstieg in das Thema gleich das Video zum klassischen Stiltypen mal an, denn viele Männer haben davon große Anteile in der Ausstrahlung. Und im Video wirst du klare Merkmale erleben, die auch deine Stilaussage bilden. Und wenn die Bildersprache etwas weiblich gestaltet ist, du wirst sehen, es ist trotzdem ganz viel oder fast alles auf den Mann zu übertragen. Denn da unterscheiden wir uns gar nicht so groß. Ich zeige dir jetzt mal hier ganz unterschiedliche Männer, an denen kannst du deine eigene Wahrnehmung trainieren. Das hilft dir vielleicht auch, einen klaren Blick auf dich selber zu werfen. Mann Nummer 1 hier. Ich denke, du siehst extravagant pur in Brille, in der Frisur, ja, der Bart, alles. Diese ganze Inszenierung hat ganz viel selbstbewusste Extravaganz. Von diesen Typen kennst du bestimmt nicht viele. Man sieht sie ja meistens als Models. Vielleicht hast du irgendjemand in deinem Bekanntenkreis, aber die wenigsten tragen diese Extravaganz so nach außen. Viele Männer zum Beispiel mit oder ohne Anzug haben eher eine klassisch korrekte oder aufgeräumte Wirkung. So wie dieser Herr hier zum Beispiel. Den kann man sich auch super gut in Jeans und Pulli vorstellen. Er wird dann trotzdem klassisch und korrekt und eher aufgeräumt wirken. Bei diesem Model sieht der Anzug gar nicht so klassisch aus, weil die Bart-Variante sehr individuell ist. Sieht man auch nicht so oft, ist nicht Mainstream. Oder vielleicht bist du eher so ein sportiver, natürlicher Mann. Ja, wie siehst du dich eigentlich selber? Versuch das mal herauszufinden, welche Stilanteile bei dir vorkommen, denn die beeinflussen die Wirkung deines Bartes, ob er authentisch ist oder ob er eher aufgesetzt wirkt. So, und jetzt noch ein schneller, aber sehr wichtiger Punkt zum Schluss. Wie dicht wächst dein Bart und wie gepflegt wird er? Ist dein Bart schön dicht und ohne Lücken, geht die Rechnung mit der männlichen Wirkung auch auf. Ist er lückenhaft und ungepflegt? Naja, entsteht natürlich schnell die gegenteilige Wirkung. Da macht es Sinn, eine andere Bartvariante zu wählen, die an der Stelle vielleicht eine Lücke vorsieht oder du rasierst das Teil einfach ab. Bei diesem Bild sind es aber nicht die Lücken, die die wenig attraktive Ausstrahlung erzeugen, oder? Tja, und dass du deinen Bart regelmäßig wäschst und stutzt und in Form hältst, na, das sind die Grundvoraussetzungen für einen gut gepflegten und überzeugenden Vollbart. Denn wenn es so struppig und aussieht und in verschiedene Richtungen wächst, ja, vervollständige dir den Satz mal selber. Es ist auch nicht attraktiv, wenn in dem Bart der Speiseplan der Woche abzulesen ist. Leider Realität. Nicht bei jedem. Zum Glück gibt es ja auch viele Friseure und Barbershops mittlerweile, in denen du dich zurechtstutzen kannst. Oder du lernst es einfach mal selber zu machen. Hast du so einen Barbershop eigentlich schon mal ausprobiert? So, das waren die ersten Impulse für heute. Im Folgevideo zum Thema Bart wird es um Proportionen gehen und welcher Bart in welches Gesicht passt. Und bis dahin kannst du deiner eigenen Bartwirkung auf die Spur gehen. Abonnier doch einfach mal den Kanal, dann verpasst du nichts. Und in der Playlist für Männer auf unserem Kanal findest du noch einige andere Videos. Guck doch schon mal rein. Es gibt noch viele Themen, die man machen könnte. Viel Spaß dabei!